Oh, da, also, du hast wirklich Möglichkeit, einen absoluten A mit O-Charakter zu spielen in dem Spiel. Und ich würde das so gerne. Aber es fühlt sich einfach für mich nicht richtig an. Und ich finde es eigentlich so schön, dass du solche Möglichkeiten kriegst. Wer ist das? Oh, my, you startled me. It's miles away. Alles in Ordnung? Of course, I was just practicing an incantation. Ja, genau. Das nehme ich euch nicht ganz ab. Die Gestalt, die ich gesehen habe, sie bedeutet euch etwas. Das ist definitiv auch etwas, das ich, wenn das real wäre und das jemand machen würde, würde ich das vielleicht nicht in der Wortwahl, aber doch in dem Sinne fragen. Ein Bonus, bitte von mir. Fahne Punkte 20. Sehr schön. Sehr, sehr schön. She does. She's. She's Mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is and embodies. The weave. Mistra is all magic. And as far as I'm concerned, she is all creation. Mistra, wir hatten. Ich meinte, das Buch hätte ich verkauft, aber ich habe schon ein Buch gefunden, wo Mistra drin steht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, hatte das was mit Göttern zu tun oder war es ein Geschichtsband? Über die Tiefenwelt, Tiefenwasser, dort wo Gale herkommt. Irgendwas klingelt da, aber ich kann es euch nicht sagen. Ach, stimmt, doch, hier steht's. Das Leben besteht nicht nur aus einer einzigen Göttin. Hier, dann dürfte es wahrscheinlich. Das eine Buch sein mit den toten Göttern? Kann das sein? Müsste, vermutlich, ja. Ja, dann habe ich doch irgendwas richtig im Kopf gehabt, dass ich das gelesen habe. Genau. Ich wusste nicht, wie tief eure Hingabe wirklich ist. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Also, wenn es uns anbietet, also es ist sicherlich mal eine Erfahrung wert, würde ich mal sagen. Ja, das möchte ich. Then follow my lead. Now you. Oh.
Oh, Fingerfertigkeit hätten wir einiges. 2 plus 1, die 4 plus 1 plus 2 Fingerkeit. Ja, da muss ich fast. Also ich hätte ja eher Arcane Kunde von meinem Verständnis. Aber wenn wir so einen Bonus haben, ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. Boah! Fast eine 30. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Athran Mistraril Kantrak Eo. Ja gut, das sind wir. Oh. Alter, was ist heute los mit meinem Hals? Suddenly, the scent of rose water and a sense of well-being. A sliver of weave that tastes sweet on the tongue. Very good. Now, I want you to picture in your mind the concept of harmony, as true as you can. Alter, es ist spannend as F. Also, an das Hier und Jetzt denken, dieses unerwartete Anblick des Lehrens. Lernens. Die einen Ort des absoluten Friedens vorstellen, von allen Leid und Chaos Zivilisation. Motiv erkennen, dich an deine frühe Jugend erinnern, an einen fröhlichen Familienaugenblick. Geschichte. Ich habe bei Geschichte und Weisheit habe ich 10 plus 1 D4 und Würfeln, Motiv erkennen. Aber ich bin ja Straßenkind. Das habe ich. Knapp. You see, or is it sense, the presence of a woman? The woman who hovered over Gale's palm. There's something like the anticipation of a kiss. Then the pleasure of being cloaked in peace. You are safe. You are nestled in the cup of Mistra's hand. You did it! You're channeling the weave. How does it feel? Alter. Gewiss Einstellungen sind ja wirklich so romantische Blicke. Also die wissen wirklich, wie man mit Kameraperspektiven spielen kann.
Ja, magisch sie nicht. Dass ihr. Ja. Beides sind nicht gar. Das fühle ich eher weniger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist magisch. Aber es fühlte sich eher einfach an, weil erstens konnte ich meine Fertigkeiten ausnutzen und zweitens hat er es ja auch sehr gut erklärt und beschrieben, an was ich denken muss, an was ich beachten muss. Oh, I know. The weave connects you. The moment feels intimate. Na komm, wenn man schon so einen Moment in dem ganzen Abenteuer findet, warum nicht? Gehört ja auch irgendwo dazu. You realize the weave is making you one. You have but to imagine your desire and Gale will know it. Alter, nee. Alter. Manche Sachen möchte man... Was? Bitte. Baldur's Gate 3. Nein. Alter, wenn ich mir so Sachen vorstelle, dass... noch irgendwann auf Wii U sehen zu müssen. Alter, ich komme langsam nicht klar. Alter. Ach komm. Zwar ist Gale persönlich nicht gerade den Typ Mann, den ich bevorzugen würde, aber ich würde sagen, komm, wir lassen uns mal auf das Geschehen ein und schauen, was passiert. I didn't think. You perceive quickfire gusts of embarrassment, trepidation, and finally elation. Sorry. I wasn't expecting, but it is a pleasant image, to be sure. Most pleasant, in fact. Most welcome. The weave evaporates, and as it does so, you realize the night feels suddenly cold and lonesome. Oh, there it goes. How easily things slip away from us. No matter how hard they were in the obtaining. Good night. I enjoyed sharing a moment of magic with you. Und ich so, ich bin am Verrecken. Also ich glaube, der Kuss war zu fordernd und man hätte wahrscheinlich mehr rausholen können, vermute ich, wenn man nur den Spaziergang gemacht hätte. Vermute ich jetzt mal. Ich vermute, wissen tue ich es bei weitem nicht, aber glücklicher Zustand. Bis zur langen Rast. Ja, supi. Schattenherz haben wir noch. Shah's blessings upon you. Okay. Nichts Wichtiges haben wir. Wir haben noch sicher noch was gesammelt. Mal kurz zuerst sortieren. Genau, Lagervorräte lagern wir wieder ein. Vergifteter Apfel. Verfault. Wir müssen ja eigentlich so besoffen sein.
Flaschen. Rottee. Rotteri-Riebchen. Oder irgendwie so. Hammelwein. Leere Flasche. Knoblauch. Roter Apfel. Nehmen wir gern. Das Ei kann auch gern. Baguette. Da sieht man wieder, wie viel wir eigentlich gesammelt haben. Bin ich eigentlich manchmal fast mehr erstaunt, wie viel wir wirklich tragen können. Also wenn du jetzt, ich meinte bei Skyrim gab es mal eine Modifikation, wo du jedes Item, das du aufgesammelt hast, irgendwie auf den Rucksack geschnallt gekriegt hast. Und das sah manchmal dann irgendwie so, what the F aus. Okay, geht so. Dann, ja, die Truhe ist wieder unserem Verspeisen. Wir haben mit allen geredet. Ah, wichtig, immer wow wow streicheln. Kratzer ihn streicheln. Auch wenn er nicht immer gerade der happyste Dogo. Es scheint, wenn wir ihn ein wenig verwöhnen. Wir meinen es ja nur gut mit dir. So. Dann zu Bett gehen, aber vielleicht nicht gerade den vollverschmierten. Autoauswahl 41. Wo haben wir einen. Was hat es denn überhaupt ausgewählt? Wir müssen einen 3er raus und einen 2er rein. Oder einen 6er raus. Finde ich noch irgendwo einen 2er. Das ist 4, 4, 4. Also ich meine, wenn 1 zu viel ist, ja okay, ist jetzt nicht der Weltuntergang. Aber wenn, Autoauswahl 7, 14, 6, dann müssen wir einen 7er raus, 3. 3 raus und nochmals 3 raus. Dann werden es noch einen 5 vor den, genau, lange Rast. Gesegnete Nachtruhe ist ein Erfolg, den wir erreicht haben auf Steam. Blutleer. Er hat an uns erfolgreich geknabbert, der Gute. 44 Lebenspunkte, den möchte ich eigentlich gerne so nach. Ja, eigentlich ist der Hexenmeister der. Würdest du bitte? Danke. So. Never a dull moment. So, minus 1 auf sehr, sehr vieles. Gut, dann können wir mal verlassen. Und endlich mal ein wenig weiter umsehen. Können wir bei dem. Plündern, untersuchen. Jo. Looking ahead. So weit, so gut. Can't slow down. What's in here? Ja, ich wollte eigentlich nichts suchen. Was war denn hier oben? Gerade keine Ahnung. Okay, da kommt man einfach irgendwie nur auf eine erhöhte Position. Warte mal. Ja, habe ich es richtig gesehen. Knochenhaufen. Ja, doch. Nehmen wir mit. Ich würde sagen, bevor wir wirklich jetzt weiter erkunden, also jetzt nicht weniger den Sumpf, sondern mehr die Lande an sich. What's up for discussion?
Frog's entire body shakes. It ribbits erratically as if in pain. Bonus. Yes. It shies away, croaking a warning, eyes wide in terror. Wer ist ein braves Fröschli? What? 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 Was ne für ne B? What? Bitte, what? Es hat drei. Kritischer Treffer. Wow, nice. On the victor's path. Might will prevail. Fehlschlag. Nicht genügend Bewegung. Suchen. Verwirrter Frosch. Ich hab. Aber alter. Wie random. What's hiding here? Oh, Mist, ich hab's vergessen. Hm. Nicht schlecht. Ja. Was? Ah, my finger. Warte mal. Hier rüber. Aber wie random war der Frosch, bitte? Da komme ich jetzt. Und vor allem, wie unverhältnismäßig stark war der denn? Einfach so gefühlt irgendwie fast aus dem Leben gekickt. Ja. Das ist das, was mich jetzt gerade noch so fertig macht. Oder hier oben, die einzelnen Pflanzen sehen manchmal wirklich so wie Alchemie-Zutaten aus. So. Gut, wir gehen aus dem Sumpf. Wo muss ich eigentlich lang? Andere Seite. Andere Seite. Aber es ist
Ich hätte nicht gedacht, wie sehr ich Baldur's Gate 3 mögen würde. Weil mir war das natürlich schon vorher bekannt, dass es rundenbasiert ist, wo ich je nach Spiel mehr Mühe habe und weniger. Aber so, das jetzt als Let's Play noch ein wenig genauer zu betrachten, mehr herauszufinden, sich bewusster damit zu befassen, also jetzt nicht Gameplay-Mechanik tiefgreifend, eher in dem Punkt, ich habe keine Orientierung. Doch, ich muss hier oben lang, so. Es macht unglaublich Spaß, die Geschichte und was man da alles machen kann, verknüpfen kann. Es ist mal ein Spiel, wo du wirklich nicht per se schwieriges Gameplay hast, aber einfach unglaublich viel weiter denken musst als in anderen Games. Jetzt hoffe ich dann nicht, dass der Hain schon zu ist. Ja, das könnte ja dann auch irgendwann noch kommen. Das dürfte ja hier gewesen sein. Was? So. Schon erreichbar, muss einfach zuerst das Tor auf. Genau. Genau, dann mit dem, mit Aaron. Reden. Need anything else? Yeah. Of course. But please, remember. You're not the only one in need. Das ist mir bewusst. Nein, Ölflasche behalte ich. Leere Trankflasche, das. Was ist das? Große Flasche, Flaschen, alle. So. Ja, okay, jetzt können wir auch mal. Ja, komm, Öllampe mal weg. Medaillon. Nieten besetzen, Lederrüstung, ja. Die Waffen. Die Pike. Ja. Ich behaupte mal, sicher auf jeden Fall. Da möchte ich mindestens einen behalten. Den sowieso. Schaufel. Ja, das ist wahrscheinlich wieder Waffe. Also geht's nicht. Verfaulter Fisch. Pilz, Karotte. Pilze. Himbeere. Vergift. Vergifteter Apfel. Wow, das ist gerade einiges. Siegel, das und die behalten wir. Weihrauch kann noch weg. Malachit kann noch weg. Tauschangebot. Perfecto Mundo. Und tauschen, okay. Der wird einfach bei uns sowas von
Der Träger erhält einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Das wäre nice. Regentänzer. Zauberdieb. Arkane Vehemenz. Einmal pro kurzer Rast regierst du einen Zauberplatz des ersten Grades. Wenn du dir einem Zauberdieb ein kritischer Treffer gelingt. Oh, der wäre natürlich nice. Für den lieben Gale, beziehungsweise dafür den Hexenmeister. Drachengriff. Lebendig verbrannt. Bewirke zusätzlich 1 bis 4 Hiebschaden bei brennenden Zielen. Bin ich mit niemandem geübt, also würde ich das mal sein lassen. Lederrüstung. Bei Heimlichkeitswürfen wäre schon nice. Wuchtschaden. Vorratspaket nehmen wir. Haggis nehmen wir. Da wieder das. Das können wir auch nehmen. Das. Kettenpanzer. Sieht schon nice aus. Aber Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Ringpanzerrüstung. Nachteil bei Heimlichkeit. Schuppenpanzer. Die sieht schon nice aus. Mittlere Rüstung. Nachteil bei Heimlichkeitswürfen. Du erleidest weniger Hiebschaden. Boah, das ist nicht einfach, sich bei Sachen da zu entscheiden. So. Ja, da sieht man, was wir ihm schon alles angedreht haben. Der wäre natürlich wirklich genial. 1600. Das wäre aber natürlich dann, wo waren es hier? Ich würde die uns eigentlich gerne gönnen möchten. Sind einfach lumpige Stiefel, die wir anhaben. Das stört mich ja per se nicht. 14, 15 hätte sogar noch eine Rüstungsklasse mehr. Das wäre eine schwere. Das wäre eine mittlere. Nice aus. Passt da auch zum Schwert?
Gut, den Helm, den finde ich einfach wirklich nicht schön. Aber den beim Hexenmeister. Ich brauche so gut wie nie da die Dings, wenn ich da Kampfpanzerung. Der hat ja leichte Rüstung. Sehe ich jetzt aber da leichte Rüstung. Du erhältst einen Bonus auf plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Hätte auch noch plus 1. Mittlere Rüstung. Zwei bis neun. Wäre er ungeübt. Mit dem würde er 2 bis 9, 1 bis 9. Mhm, 0 bis 7, das bringt mir auch herzlich wenig. Dann wäre es bei ihm nur die Rüstung. Die hier. Gegenzug hier. Die Schriftrollen, die können wirklich mal weg. Die können wir auch weg. Den würde ich behalten, den kann man weg. So. Ja, es ja, es geht. Es sieht nicht toll aus. Ich meine, das sieht schon schöner aus. Aber wie sieht's bei dem aus? Du hast leichte Rüstung. Er ist natürlich dann halt schon dementsprechend. Wuchtschaden. Sollen wir da nochmals? Ja, komm. Ja, komm. Sieht auch nicht nice aus, aber Sylvanas be with you.